Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Antrag wollten wir erreichen, dass geflüchteten Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt das Recht auf Bildung gewährt werden kann. Und reflexartig will die Koalition das mal wieder verantwortungslos wegstimmen. Hier verhindert Machtanspruch die Durchsetzung dringend notwendiger Maßnahmen, Herr Buchner. Ist er überhaupt da? Nee. Nur weil Sie von der politisch verantwortlich handelnden Opposition vorgeschlagen werden. Das soll Bürgerinnen und Bürger motivieren, ihre Politikerinnen und Politiker und ihre Arbeit zu achten. Wenn ich über ein solches Vorgehen bei meinen Bürgerveranstaltungen berichte, dann schütteln die Leute verständnislos den Kopf. Noch dazu, wo es im Bildungsausschuss nur zwei Kritikpunkte gab, die wir aufgenommen haben. Wir bleiben deshalb dabei. Geflüchtete Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter müssen unmittelbar nach ihrer Ankunft eine Regelschule besuchen können. Um das durchzusetzen, brauchen wir ein Sofortprogramm, brauchen wir eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe des Senates, brauchen wir eine Verankerung der Problematik in einem endlich vorzulegenden Schulentwicklungsplan des Landes Berlin. Ein Beispiel muss ich hier noch einmal nennen, aus dem deutlich wird, was für ein Szenario auch in anderen Bezirken auf uns zukommen kann, wenn wir hier nicht endlich etwas ändern. Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Herzbergstraße in Lichtenberg. Wie kann es sein, dass Flüchtlinge im schulfähigen Alter, die hier sind, in der Mehrheit seit September 2014 keine Möglichkeit bekommen haben, eine Schule zu besuchen? Da lasse ich die Ausrede eben nicht gelten, dass die Schulen in Lichtenberg voll sind. Im flachen Land ist es normal, dass der Schulbus fährt und die Kinder in allen Dörfern einsammelt und zu ihrer Schule fährt. Und da frage ich mal, wieso hat der Senat in 5 Monaten in Berlin das nicht hinbekommen? Es kann doch nicht sein, dass nur die Eltern einen Schulplatz für ihre Kinder finden, die sich einklagen, wie das eine Familie aus der Herzbergstraße mit Unterstützung des Flüchtlingsrates getan hat. Und dass dann durch einen Fehler die Klage nur für 2 ihrer 3 Kinder eingereicht wurde und das dritte Kind nun nicht in die Schule gehen kann, Sie haben den Prozess gewonnen, sondern auch hier erst eine erneute Klage Erfolg bringen könnte. Das ist skandalös. Wie passt das zu § 2 Absatz 1 des Schulgesetzes, in dem es heißt, jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfähige schulische Bildung und Erziehung, ungeachtet seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Herkunft, einer Behinderung, seiner religiösen oder politischen Anschauung, seiner sexuellen Identität und der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stellung seiner Erziehungsberechtigten. Wie dringlich unsere Forderung nach Regelbeschulung für Flüchtlingskinder ist, wurde gestern erst wieder im Hauptausschuss deutlich. Welch vielfältige Nachnutzung Containerdörfer nach Meinung des Senates irgendwann einmal haben sollen, zum Beispiel als olympische Dörflein, wie von Herrn Schaer schon öfter zu hören war, sei mal dahingestellt, aber gestern wurde im Hauptausschuss ja schon unter Aufweichung der bisherigen, durch uns ausdrücklich unterstützten Position der Senatsbildungsverwaltung, dass keine Beschulung in Gemeinschaftsunterkünften erfolgen wird, angekündigt, dass es ab dem nächsten Schuljahr wahrscheinlich doch dazu kommen kann. Als Grund wurde durch den Staatssekretär angeführt, dass bei anhaltender Zuwanderung, wovon auszugehen wäre, die Schulkapazitäten in Berlin im Sommer überschritten werden. Hier wird auch die Planlosigkeit des Senates deutlich, denn das wissen wir nicht erst seit gestern. Kommt als nächstes etwa die Beschulung in einer Ecke einer Notunterkunft in der Turnhalle? Wieso lässt der Senat nicht längst schon Schulergänzungsbauten errichten oder nicht genutzte Schulgebäude sanieren, um diesem Problem zu begegnen? Das erfordert endlich die Einsetzung einer Steuerungsgruppe bei der Senatsverwaltung.
Das erfordert eine amtsübergreifende Zusammenarbeit. Die jetzige Praxis, dass die Beschulungsmöglichkeit kein Entscheidungskriterium für die Einrichtung von problematischen Massenunterkünften ist, muss endlich beendet werden. Wir bleiben deshalb bei unseren Forderungen.